Ja, ich freue mich, hier alle so zahlreich begrüßen zu dürfen. Es ist natürlich auch ein herrlicher Tag heute, wo man sich, denke ich, so mancher in München dann überlegt, geht er jetzt lieber in den Englischen Garten oder fährt er nach Germering? Wie ich sehe, die vernünftigen Leute haben sich auf den Weg nach Germering gemacht, um über alle möglichen Kernthemen der Piratenpartei zu sprechen. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, den Bereich Urheberrecht, Immaterialgüterrechte heute ein bisschen darzustellen, so aus der Position der Piratenpartei, aber halt auch so ein Stückchen weit gesamtgesellschaftlich. Und ich möchte eigentlich auch ganz gerne mit einem Rückblick in die Vergangenheit eröffnen. Eine Vergangenheit, also jetzt spezifisch meine Vergangenheit, die so in meiner Jugend in den 80ern im hitlerweltlerischen Bayreuth stattfand. Diese Stadt, falls es nicht jeder weiß, die irgendwo im Frankenwald liegt, die nur zur Sommersaison zum weltläufigen Musentempel der Wagner-Gemeinde avanciert. Der ein oder andere weiß, wovon ich spreche. Damals in meiner Jugendzeit war es eigentlich eine sehr dunkle Welt. Horizonte waren geprägt von den wenigen Medien, die es damals gab. Das waren Hörfunk, Zeitung, Fernsehen mit ihren Sendepausen. Die gab es damals noch. Alles andere war Hörensagen. An Wahrnehmung und Vielfalt und Meinungspluralität im eigentlichen Sinne von heute war natürlich nicht zu denken. Wissen, Kunst und Information waren eingehegt, häufig an Orten, von denen man nicht einmal wusste. Am kulturellen Leben umfassend teilzunehmen, am Puls der Avantgarde, Inspiration, jetzt in meinem Fall als Musiker für das eigene Schaffen zu finden, war nur innerhalb der schmalsten Grenzen möglich. Die Kanäle der Vermittlung waren beschränkt auf den kulturellen Mainstream zwischen Pop, Klassik, also all dem, was eben im Establishment stattfand. Die Leuchttürme des Wissens, von dem man heute so gerne auch im Netz spricht, waren einzig in Bibliotheken und Universitäten eingehegt. In ihnen ruhte das archivierte Wissen der Menschheit. Mangels Aktualität war es je nach Themengebiet bis zu 2 Jahrzehnte veraltet. Auch hatten Bibliotheken Öffnungszeiten, die selten mit dem Freizeitverhalten und dem individuellen Wissensdurst zusammenfielen. So stellte sich im sonntäglichen Müßiggang so manche Frage, deren Beantwortung das Wochenende abwarten musste. Die Frage war meistens am Montag vergessen. Einfachste Recherche war damals eine langwierige Wissenschaft, manches Mal sogar mit Reisen verbunden. Viele Fragen stellten sich also gar nicht, weil Recherche eine wenig geschulte Fähigkeit war. Und noch viel schlimmer, man war daran gewöhnt, es war der Trott der Gesellschaft. Recherche ist heutzutage dank diverser Suchmaschinen, der Vernetzung des Wissens und der individuell gewachsenen Kompetenz eines jeden, wir sprechen gerne von dem Begriff digitaler Mündigkeit oder Medienkompetenz, eine allgemeine Fähigkeit. Nicht in allen Bereichen der Gesellschaft, aber in wachsenden Bereichen der Gesellschaft. Wissen und Kultur war noch nie so umfassend verfügbar, hat noch nie so viele Potenziale befruchtet wie heute. Der technologische Fortschritt, die gesellschaftliche Revolution hin zu Demokratisierung in allen Teilen der Welt hat durch die universelle Teilhabe im Netz gewaltig an Fahrt aufgenommen. Menschen sind im Allgemeinen kreativer geworden, da Produktionsmittel nicht zuletzt durch die Open Source und Creative Commons Gemeinde, durch Wikimedia, die Free Software Foundation, die von ihnen genutzte GPL, also die General Public License, aber allen voran dem freien Code des Netzes, dem HTML kurz, die Verbreitung und Vertrieb war noch nie so vielfältig einfach und barrierefrei wie heute. So gibt es diverse Studien, wie zum Beispiel die Sky's Rising Studie, aber auch diverse EU-Studien, die im Gegensatz zur Brenner-Studie des Bundesverbands der Musikindustrie zum Schluss kommen, dass die kulturellen Märkte in ihrer Gesamtheit am Explodieren sind. Sie kann das mit weltweiten Zahlen untermauern. Die Märkte haben sich heute weiter aufgesplittet in Nischen, Subkulturen, Genres, Gattungen und neue Nutzungsarten, zwischen dem althergebrachten Buch, der MP3, dem Download, dem Computerspiel, den vielen Apps und all den anderen Dingen, die es im Netz gibt. So verschwimmen dann auch im Netz die Grenzen zwischen Urheber und Nutzer hin zu Menschen, die gemeinsam schöpfen. Neben der digitalen Mündigkeit tritt dazu die Lust,
der modernen Generation, sich selbst am Remixen und dem kreativen Schaffen zu versuchen und über das Netz dann unmittelbare Verbreitung zu erfahren. Kunst als Kommunikationsbegriff wird im 21. Jahrhundert zum ersten Mal wahrhaftig kommunikativ. Sie hat einen Rückkanal gewonnen. Die neuen kulturellen Techniken müssen unter diesem Paradigma natürlich neu betrachtet werden. Dabei ist die Abgrenzung, ob kommerziell oder nicht, kaum sinnvoll, denn häufig werden ursprünglich nicht kommerziell geplante Werke im Nachgang kommerziell. Diese Kreativen von heute sind nicht nur Nutzer, sie sind Urheber. Es vermischt sich. Und genau da beginnt der Bruch des Urheberrechts von heute. Kunst wird zu einem fließenden Prozess, der nicht in Stein gemeißelt ist. Als Buch gedruckt Anspruch auf die Ewigkeit hat, wie übrigens zuletzt der süddeutsche Zeitungautor und Blogger Dirk van Geelen mit seinem Modell eines Crowdfunding-Bücher-Updates bewiesen und dokumentiert hat. Kultur ist nicht mehr ein labender Bach in einem eingehegten Reservat, dem sich nur jene nähern dürfen, die ein Ticket erworben haben. Kultur wird ein reißender Fluss im digitalen Strom, in dessen Buchten die digitalen Häfen von morgen wachsen und neue Wettbewerbsmärkte eröffnen. Das klingt vielleicht ein wenig romantisch, kommt aber dem entgegen, was in der Welt stattfindet. Nur leider kaum in Deutschland und in Europa, denn unsere Schranken des Urheberrechts sind unflexibel. Eine Fair-Use-Regelung, die das ermöglichen würde, ist in weiter Ferne. Und was Mashup und Remix betrifft, das Urheberrecht unterbindet gegenüber Fair-Use sogar kreative Aktivitäten in bestimmten Bereichen generell. Denn Remixe ergeben neue Werke. Im veränderten Ausdruck sprechen sie eben auch andere Zielgruppen an. Wäre mit der Drei-Frage-Regel, die es im Fair Use klärt, relativ einfach zu klären, auch in Deutschland, aber ist es nicht. Und in Deutschland gibt es die Schranke, die es eben nicht erlaubt, frei Remixe zu machen. Heute wird dieser Bereich der Remixe, dessen, was viele junge Menschen selbstverständlich tun, nur Profis ermöglicht und neue junge Marktteilnehmer behindert. Denn Kompensation und Rechte-Clearing kann nur leisten, wer heutzutage einen großen Verlag hat. Als kleiner Teilnehmer des Marktes ist es schier ein Ding der Unmöglichkeit. Und natürlich versagen herkömmliche Strukturen Geschäftsmodelle, die sich auf den Wandel nicht einstellen. Ein Versagen, das auch unmittelbar mit der bisher strikten Trennung von Urheber und Nutzer zusammenhängt. Hilmar Rethi, der Präsident des Max-Planck-Instituts, sieht darin das größte Dilemma der Urheberrechtsdiskussion. Denn meistens hat der Urheber die schwächste Position, wird aber mit verwehrter Interessen gleichgesetzt, instrumentalisiert, die in den meisten Fällen mittels Urheberrecht ihre eigenen Interessen gegen Nutzer und Urheber durchsetzen. Ein Dilemma, das sich im Image des Urheberrechts widerspiegelt. So stellt die Allensbach-Stiftung fest, dass immer mehr der unter 30-Jährigen das Urheberrecht ablehnen. Und zwar, weil sie es mittlerweile verwechseln mit Auswertungsrechten. Sie verwechseln es mit Abmahnung, sie verwechseln es mit den restriktiven Forderungen nach 3 oder 2 Strikes, wie es der Bundesverband der Musikindustrie immer wieder fordert. Sie verwechseln es mit Netzsperren, zensierten Inhalten. Diese Studie zeigt aber vor allem, wie sehr die Industrie das Urheberrecht an den Urhebern vorbei für die eigenen Zwecke verwendet. Dass jene Angebote, die Usability, Portierbarkeit, weltweite Synchronität bieten, auch honoriert werden, zeigt sich gerade in der Musikindustrie. Wir haben zuletzt die neuen Zahlen gehört. Der Markt ist am Wachsen. 38% Wachstum im ersten Quartal verheißt Gutes. Für eine Branche, die die Digitalisierung über eine Dekade lang verschlafen hatte. Kultur muss zirkulieren, sagt der Deutsche Kulturrat. Und wenn sie dann anspricht, muss sie auch honoriert werden. Und das wird sie auch, sobald die Angebote da sind. Das tun Menschen gerne, auch wenn die Industrie mit einer abgründigen Kampagnenschlacht des gierigen, nimmersatten und honorierungsunwilligen Konsumenten geschaffen hat. Damit hat sie nicht nur das grundsätzliche Vertrauen von Konsumenten und Künstlern nachhaltig verletzt. Dennoch
sind die Kritiker des File-Sharings in der Musikbranche stiller geworden. Es handelt sich momentan vor allem nur um die Filmbranche. In der Musikbranche sieht man das Problem jetzt vor allem bei illegalen Hostern, also Angeboten, die ohne Honorierung der Urheber riesige Repertoires zu billigsten Flatrates verkaufen. Studien wie die zuletzt veröffentlichte Clickonomics-Studie belegen, dass als einziges Hilfsmittel gegen File-Hoster ein umfassendes, zeitgleiches, qualitativ höchstwertiges und kopierfreies Angebot als legales Angebot wirkt. Warum? Menschen wollen die Angebote unmittelbar bekommen können, in höchster Qualität, sich keine Sorgen machen müssen, ob die Inhalte vielleicht mit Viren durchsetzt sind. Wenn wir die Verfolgung des Geldflusses und internationaler Rechtsdurchsetzung immer weiter in der Form vorantreiben, wie es gewünscht wird, dann werden wir diese Hoster nicht schließen, sondern es werden letztendlich neue entstehen. Wer stattdessen nach Zugangssperren und Datenüberwachung ruft, um Urheberrechte zu schützen, verliert letztendlich alles. Die Freiheit. Denn nur wer zu Deep Packet Inspection greift und mittels Aufhebung jeglicher Anonymität im Netz jede Aktion des Users transparent macht, kann Immaterialgüter maximal einhegen und ein reines Mautgut daraus machen. Alles Maßnahmen, die derer totalitärer Staaten gleichkommen. Ist diese Büchse der Pandora erstmal geöffnet, ist das freie Netz Geschichte. Und die Dinge, wie wir momentan sehen, wie Daten ausgespäht werden von der NSA und ähnlichen Geheimdiensten, es gleicht sich fatal zu den Mechanismen, die Unterhaltungsindustrie gerne sämtlichen Providern und Zugangsdiensten aufdrücken will. Doch geht es bei dem digitalen Wandel und der Diskussion um das Urheberrecht beileibe nicht nur um Filme, Bücher, Musik und Ähnliches der Unterhaltungsbranche. Gerade in einem Land, das so maßgeblich von seinen Wachstumspotenzialen in der Bildung abhängt, braucht man offene und durchlässige Bildungssysteme mehr denn je. Dennoch ist es dank dem Urheberrecht bzw. dem, was in Verhandlungen zwischen Rechteinhabern der Bildungsmedien aus § 53 des Urheberrechts ausgehandelt wurde, schwerer denn je, Lernende mit Lehr- und Lernunterlagen zu versorgen. Lehrer machen sich heute strafbar, wenn sie mehr als 20 Seiten bzw. über 10% aus Lehrwerken kopieren. Digital kopieren dürfen sie gar nicht, also sprich auf USB-Sticks, was dann die Schüler mitnehmen. Die digitale Semestermappe im Ausland längst eine Normalität, ist in Deutschland in der Form nicht möglich. Glücklicherweise hat die Kultusministerkonferenz zumindest den Schultrojaner wegen des öffentlichen Drucks gekippt. Sonst hätte hier die unselige Allianz aus falsch verstandenem Urheberrecht und Überwachung Lehrer noch mehr unter Druck gesetzt. Und wer mal sehen möchte, was es für Lehrer heutzutage bedeutet, jungen Menschen digitale Mündigkeit beizubringen, sollte einfach mal die Seiten der Schulbuchverlage besuchen und sehen, was den Lehrern alles an Zwang aufgebürdet wird, wo den Lehrern auf einzelnen Menüreitern gezeigt wird, wie sie sich strafbar machen, wenn sie digitale Inhalte kopieren. So funktioniert das Vermitteln von digitaler Mündigkeit an eine Jugend, an die Menschen, die in der Zukunft in dieser Gesellschaft mit digitalen Medien umgehen, das funktioniert so nicht. Großartige Projekte wie die Deutsche Digitale Bibliothek, dieses Pendant zur Europäer, leider laut ihrer Bibliothekare, leidet es am meisten unter jedem restriktiven Urheberrecht und der überlangen, längst nicht mehr praktikablen Schutzfristen. Schutzfristen, die in allen Bereichen zu kulturellem Verlust führen. Laut Yale University und Max-Planck-Institut ist ein Großteil der Werke deshalb nicht verfügbar. Und schauen wir uns an, was die Lösung dessen ist, was jetzt im dritten Körbchen der Urheberrechtsreform im Bundestag durchgewunken wurde und im Bundesrat, nämlich zu verwaisten Werken und zu vergriffenen Werken, fatal. Denn letztendlich ist die Lösung, die dort gefunden wurde, dass Lizenzbeträge an neue Verwertungsgesellschaften abgeführt werden, die dann vor allem über Verleger nicht an Urheber weitergereicht werden, sondern an Verleger. Aber auch der Bereich der Open Educational Resources, der offenen Lernformate, ist international ein riesiger Wachstumsmarkt. Leider nicht in Deutschland.
Die Kultusminister haben noch nicht einmal eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, da die Schulbuchlobby und der Börsenverein des Buchhandels dieses Feld komplett dominiert. Äquivalent ist das Urheberrechtsdilemma an den deutschen Unis. In Deutschland beteiligt sich keine einzige Uni am weltweit wachsenden Open Courseware Konsortium, das mittlerweile über 100 Universitäten umfasst, darunter das berühmte MIT, Massachusetts Institute of Technology, viele andere Universitäten, aber auch kleinere aufstrebende Standorte in Südafrika und China. In Deutschland nada. Der Börsenverein des Buchhandels hatte gerade wieder im Branchenblatt des Kulturrats gegen Open Access und die universitäre Bildungsschranke Alarm geschlagen. Es wird behauptet, es würde sich nicht mehr rentieren zu publizieren. Deutschland würde als Forschungs- und Bildungsstandort ausbluten. Leider ist längst das Gegenteil der Fall. Laut OECD nimmt die Bildungs- und Forschungsqualität in Deutschland in der gleichen Geschwindigkeit ab, wie sich die Schere zwischen gebildeten Schichten und Verlierern der Gesellschaft vergrößert. Und auch hier verpasst man mit einer instrumentalisierten Urheberrechtsdiskussion, die eigentlich nur Verlagsinteressen meint, den Anschluss und auch die gemeinstiftende Funktion von Bildung. Man verpasst die Chance, im digitalen Wandel nicht nur eingeschriebenen Studenten Bildung zur Verfügung zu stellen, sondern Bildungswege jedem zu öffnen. Und gerade das ist die große Chance vom Open Courseware Konsortium. Ich persönlich selbst habe mich schon immer für Quantenphysik interessiert, aber mich natürlich nie an der Uni eingeschrieben. Ich habe ein Unternehmen, das tagtäglich meine volle Arbeitskraft fordert. Trotzdem interessiert mich dieses Gebiet. Also bin ich auf die Seiten des Open Courseware Konsortium gegangen und konnte mir dort zum Beispiel Feynman-Vorlesungen zur Quantenphysik anschauen. Dadurch ist niemandem ein Schaden entstanden, aber mir ein Wachstum an Zufriedenheit, was meine persönliche Bildung betrifft. Das sind Aspekte, die in Deutschland komplett verbaut werden. Dabei sollte bereits in der Schule der Open-Gedanken letztendlich etabliert werden. Er ist innovationsstiftend und erzeugt digitale Mündigkeit bei Schülern. Auch ist neben dem wirtschaftlichen Bildungsaspekt auch Richard Stallman, der Erfinder der Creative Commons Lizenz, das Argument tragend, wenn er dem Open-Gedanken den riesigen Fortschritt für Menschenrechte und freie Rede konstatiert. Stattdessen wird mit der Behauptung Netzkommunismus und Freibiermentalität immer die wirtschaftliche Erfolgsaussicht diskreditiert, die nachweislich in Creative Commons Lizenzen liegt. Denn gerade freie Lizenzen eröffnen kleinen Gewerbetreibenden riesige Möglichkeiten. In Europa behindern aber die restriktiven Schranken diese Potenziale zugunsten großer Konzerne, die sich jegliche Lizenz leisten können. Wenn heute in Urheberrechtsdiskussionen deutscher Verbände die Ausweitung des Urheberrechts für Schnittstellen wie APIs gefordert wird, Software steht ja unter dem Urheberrecht für jene, die das nicht wissen, werden Immaterialgüterrechte ausgedehnt, neue Leistungsschutzrechte etabliert und Transaktionskosten erhoben, die Innovation verhindern und kleine Marktteilnehmer verdrängen. Ähnlich haben wir das ja beim Leistungsschutzrecht für Presseverleger gesehen. Als jetzt der Axel Springer Konzern darauf optiert, doch in Google gelistet zu werden, sehen wir die eigentliche Idee hinter dem Leistungsschutzrecht. Es geht darum, dass Springer sich vorbehalten kann, einzelne Angebote, neue innovative Marktteilnehmer eben auszuschalten, wenn sie es wollen. Solange es ihrer eigenen Konzernstrategie nützt, werden sie weiter Opt-in votieren. Wir sehen, dadurch wird vor allem Innovation gebremst in Deutschland. Denn welcher kleine Marktteilnehmer hat denn noch Lust, das Risiko einzugehen, dass, wenn sein Geschäft steht, dass Springer von ihm horrende Lizenzforderungen einfordert? Dass seit der europäischen Infosoc Urheberrechtsrichtlinie immer restriktiver durchgesetzte Urheberrecht schafft dagegen statt mehr Wettbewerb das Gegenteil. Beispielsweise in Europa gibt's ein Urheberrecht für Datenbanken, das es in den USA nicht gibt. Trotzdem gibt es in Europa nicht wesentlich mehr Datenbanken, dafür aber höhere Kosten, die gerade kleinere Marktteilnehmer behindern. Unflexibles Urheberrecht wird auf Drängen bedrohter, veralteter Geschäftsmodelle und mittels der traditionell starken Verbandskultur immer weiter ausgedehnt.
anstatt mit offenen Lizenzen und einer generellen Fair-Use-Regelung Fortschritt und Innovation zu stützen. So wird jede Form von Start-up-Kultur in Deutschland auf der einen Seite blockiert. Innovative Geschäftsmodelle entstehen in Deutschland gar nicht, denn spätestens, wenn sie erfolgreich werden, werden sie wegen Verstößen verklagt, siehe Napster in Europa. YouTube wäre in Deutschland niemals entstanden. Das Tragische dabei, die Erfindung der MP3 stammt aus Deutschland. Das Geschäft damit machen jetzt internationale Oligopole, da in Deutschland Tarifkonflikte zu MP3s erst vor ein paar Jahren gelöst wurden. Und auch hier liegt es an der traurigen Allianz von Verwerterinteressen, die das Urheberrecht instrumentalisieren. GEMA lässt grüßen. Ich möchte da auch nur an ein Zitat erinnern von dem ehemaligen GEMA-Vorsitzenden Professor Dr. Kreile, der in den 90ern, als es darum ging, für die MP3 einen Lizenzbeitrag festzulegen und damals von der GEMA genauso hoch gefordert wurde wie für die CD, hatte Professor Dr. Kreile noch gesagt, die GEMA ist der Fels in der Brandung gegen die Digitalisierung. Mit uns wird es diesen unseligen Markt nicht geben. Das muss man sich mal vorstellen. Heutzutage bestreitet die GEMA sowas natürlich und sagt, ja, man hätte sich mit der Zeit reformiert. Aber wir sehen daran, dass es so lange blockiert wurde, dieser Markt, haben wir in Deutschland nie vernünftige Angebote da gehabt, die die Menschen ja auch honoriert hätten. Unser unflexibler Schrankenkatalog braucht Jahrzehnte für neue Schrankenregelungen. Er behindert stetig neue Technologien. Im Gegensatz zu der im amerikanischen Raum funktionierenden Fair-Use-Klausel, die letztendlich bedeutet, erst ausprobieren und dann mit Gerichten und Gremien zu Entscheidungen kommen, die auch immer den gesamtgesellschaftlichen Nutzen für unsere Volkswirtschaft und den Kultur- und Wissensstandort einbeziehen. Noch dazu hilft Fair-Use gegen das Abmahnen von Bagatellen. Und wer jetzt sagt, dass man ja an den Schranken schrauben könnte, der vergisst die Trägheit beim Etablieren nationaler Richtlinien im Urheberrecht. Um die Schwächen des amerikanischen Fair Use auszugleichen, hat das Max-Planck-Institut vor kurzem vorgeschlagen, die Drei-Frage-Regel der revidierten Berner Übereinkunft und TRIPS zu erweitern. Sie soll neben den drei Fragen nach der Non-Exklusivität, der Rivalität des Angebots und dem generellen Urheberinteresse auch endlich das Interesse der User und der Allgemeinheit einbeziehen. Jede technische Entwicklung hat auch Verlierer. Wir müssen Solidarmodelle entwickeln, um Urheber hier für den Wandel fit zu machen. Vor allem jene Urheber, die bereit sind, sich auch selbst zu vermarkten. Neue Interaktion zwischen Urheber und Konsument im Crowdfunding entwickelt spielerisch Popkultur weiter, macht sie zur Innovationsspielwiese, die wiederum die gesellschaftliche Entwicklung hin zur Individualgesellschaft des Wissens entwickelt. Hier wird Popularkultur auch ihrem Auftrag gerecht, Dinge vorwärts zu denken. Wenn wir aber sehen, dass in Deutschland Crowdfunding nach wie vor von der Industrie diskreditiert wird als eine Art Almosenfinanzierung, dann sehen wir, dass in der Form die Menschen getäuscht werden und diese Entwicklung hin zu einer sich selbst organisierenden Kulturindustrie noch lange brauchen werden. Wenn, wie Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger behauptet, das Urheberrecht die neue wirtschaftlich globale Ordnung bestimmt, dann brauchen wir globale Regeln und keine nationale Einhegung, wie sie in Deutschland existiert. Wir müssen endlich den Open-Gedanken etablieren. Und damit niemand falsch versteht, das Urheberrecht soll nicht abgeschafft werden. Seine Reform ist dringender denn je. Wir müssen uns von nationalen Einzelgängen, wie in der jüngsten Vergangenheit, auch mit dem Leistungsschutzrecht für Presseverleger verabschieden. Wir müssen dafür sorgen, dass das Urheberrecht im Internet unwichtig wird. Ich danke euch. Und natürlich würde ich jetzt ganz gerne noch, wenn Fragen bestehen, gerade zu aktuellen Geschichten wie verwaiste Werke und Ähnliches, was es so an kleinen Dingen bei der Urheberrechtsreform gab, diskutieren, falls da noch Diskussionsbedarf ist. Ich sehe, Piraten wissen alle Bescheid. Wie ich auch merke, sind ja auch vor allem Piraten selber da. Denen ist natürlich meistens das Urheberrecht sehr geläufig. Dann würde ich einfach sagen, wir machen jetzt eine kleine Pause und trinken was, oder? Sehr gut.